Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir machen auch hier nun im Anschluss direkt weiter mit dem nächsten und letzten Forum des diesjährigen 9. IT-Gipfels. Und hierzu schauen wir uns jetzt einen einstimmenden Film an. Elli ist eine Softwareplattform für urbane Mobilität. An deren Spitze steht eine mobile App, die dem Nutzer alle Möglichkeiten in der Stadt zeigt, wie man von A nach B kommt. Unser Startup ist sehr technologieintensiv, denn wir müssen all die Daten für urbane Mobilität digitalisieren und kartografieren. In Manila, Jakarta, Dar es Salaam, Buenos Aires gibt es viel Nahverkehr, aber es ist nicht digital vorhanden. Relea stellt einen Cloud-Service für das Internet der Dinge dar. Das heißt, wir arbeiten seit über 3 Jahren mit über 30 Entwicklern an einer Lösung, die alle möglichen physikalischen Objekte dieser Welt auf unserer Cloud vereinen soll. Ein Thema, was halt wirklich heraussticht, ist vorausschauende Wartung. Also alle unsere Kunden haben eigentlich das Ziel, zu schauen, von festen Wartungszyklen wegzukommen, um einfach zu wissen, wie geht es den Produkten wirklich. Dann über Big Data, also über die Anhäufung von Datenpunkten, einfach zu wissen, wann ein Bauteil wahrscheinlich kaputt gehen wird. Wir haben uns für Berlin entschieden, weil das Ökosystem in Deutschland hier in Berlin am weitesten sich entwickelt hat. Es gibt sehr gute Talente aus den verschiedenen Universitäten Berlins, aber auch viele Menschen weltweit wollen nach Berlin, weil sie als Stadt attraktiv ist. Also wir brauchen Entwickler, Spitzenentwickler. Wenn wir mit diesen jungen Leuten sprechen, die eine neue Zukunft aufbauen, dann macht das absolut Sinn, denen zu sagen, wir sitzen in Berlin. Es ist eine absolut hippe Stadt. Der Technologiestandort entwickelt sich mehr und mehr. Mehr und mehr entstehen Technologie-Startups wie wir oder andere, die basierend auf Technologie Mehrwert kreieren. Wir sind Technologie. Wir sind von vorne bis hinten, von oben bis unten sind wir Technologie. Wir sehen, dass mehr und mehr Hochtechnologiefirmen sich halt in Berlin ansiedeln. Wir merken, dass mehr und mehr Kapital nach Berlin kommt. Aus den jetzigen Startups, den spannenden Unternehmen, die wir haben, werden diejenigen hervorkommen, die in den nächsten 20, 30 Jahren das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sein werden. Ich denke, es wird immer besser. Digitaler Wandel und kreative Inhalte, Chancen und Herausforderungen, das ist nun der Titel unseres letzten Plenumsgespräches für das diesjährige Gipfeltreffen. Der Standort Berlin, meine Damen und Herren, verkörpert ja auf eine besondere Art und Weise, und das haben wir nicht nur heute Morgen vom regierenden Bürgermeister Michael Müller, sondern immer mal wieder auch über den Tag verteilt gehört, auf eine besondere Art und Weise die Chancen der digitalen Transformation. Denn hier in der Hauptstadt arbeiten Vertreter aus Bildung, aus Forschung, Startups und etablierten Unternehmen bereits vorbildlich eng vernetzt miteinander, anstatt nur nebeneinander. In Kombination mit dem europaweit führenden Ökosystem aus Tech-Startups und Kreativwirtschaft werden so vielfältige Cross-Innovation-Lösungen entwickelt und anschließend auch erfolgreich umgesetzt. Ja, wie wir eben im Trailer gesehen haben, steckt eben im hippen und kreativen Berlin nicht nur heiße Luft, sondern dass es da um Entwicklungen mit Zukunft geht. Kreativwirtschaft, die hat Substanz. Kreativität und fundierte wissenschaftliche Studien, Technologie und Wirtschaft, die gehen Hand in Hand. Die Verschmelzung der IT- und Kreativbranche, die bietet enormes Wachstums- und Innovationspotenzial. Und das ist natürlich auch für die Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen notwendig. Ja, und in den kommenden 50 Minuten unseres letzten Podiumsgesprächs möchten wir uns nun damit beschäftigen, welche rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen die beteiligten Akteure denn benötigen, um kreative Inhalte optimal schöpfen und anschließend auch verbreiten zu können. Bitte begrüßen Sie jetzt also folgende Panel-Teilnehmer. Die Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin, Cornelia Itzer. Hallo, Frau Itzer. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Professorin Monika Grütters. Kommen Sie gerne rüber. Hallo erstmal. Hallo Frau Staatsministerin. Kommen Sie gut. Dann sollte eigentlich heute der Staatssekretär Ulrich Kelber hier sein, der konnte allerdings nicht. Dafür begrüßen wir Dr. Hubert Weiß, den Leiter der Abteilung Handels- und Wirtschaftsrecht beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Hallo, Dr. Weiß, freut mich. Die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries.
Hallo, Frau Tsipras. Den Koordinator der Deutschen Content-Allianz, Jürgen Dötz. Und den Leiter der Bildagentur BPK der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hans-Peter Frenz. Hallo, Herr Dötz. Hallo, Herr Frenz. So, ich denke, wir sind so langsam vollzählig. Und wenn Sie sich dann positioniert haben, würde ich auch gerne mit der Senatorin Itzer anfangen. Hier drüben bin ich. Geben Sie uns doch zunächst einmal einen knackigen Einstieg. Was hat es denn nun eigentlich auf sich mit dieser Kombination zwischen kreativen Inhalten und digitaler Transformation? Ist das jetzt so eine Art, wir machen jetzt irgendwas mit Medien, oder ist das eine gehaltvolle Kombination, aus der auch wirklich etwas rauskommt, wo etwas drinsteckt? Nein, es ist eine notwendige Voraussetzung, Technologie als Träger, aber letztendlich kommt es auf den Inhalt an. Genau, ja. Und alle Angebote würden doch gar nicht so nachgefragt werden, wenn man nicht das Versprechen hätte, schneller informiert zu sein, stärker über soziale Netzwerke eingebunden zu sein, neue Angebote, Berlin hat eine starke Games-Industrie, als ein Beispiel, es kommt auf den Inhalt an, keiner will im Detail wissen, welche Technologie ihn dabei voranbringt. Und deshalb brauchen wir beides. Und diese Verbindung ist das große Asset von Berlin. Wir haben eine starke Kulturwirtschaft, wir haben eine starke Verlagslandschaft. All das geht digital und zieht immer mehr Gründer aus aller Welt an, die gerade auch das kreative Potenzial brauchen, um ihre Lösungen, um disruptive Geschäftsmodelle in den Markt einbringen zu können. Und ich kann auch sagen, häufig ist ein Asset Berlins der starke Content-Anteil, der dazu führt, dass internationale Investoren, sei es aus New York, sei es aus Tel Aviv, nach Berlin kommen und sagen, wir gehen in Kooperationen. Berlin macht das Produkt erst rund. Ja, dann wollen wir natürlich heute. Bevor mein Kollege zur zweiten Frage kommt, möchte ich noch unseren letzten Panelgast mit auf die Bühne holen. Im Eifer des Gefechts habe ich mich da verlesen und ihn überlesen. Das sollte mir nicht mehr passieren. Hier ist der Vorstand der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schulzinski. Viel Applaus. Hallo, herzlich willkommen. Sorry. Es ist spät am Nachmittag, da kann das gegebenenfalls, sollte nicht, aber kann ja mal passieren. Frau Itzer, eine Nachfrage habe ich trotzdem noch. Wir wollen natürlich heute nicht nur über die Hauptstadt sprechen, aber als Berliner spreche ich da mit Ihnen sehr gerne drüber. Welche Bedeutung hat denn die Kreativwirtschaft in Verbindung mit dem Digitalen bereits heute? Sie haben gesagt, es zielt viele Innovatoren an, viele Menschen, die investieren und vor allem auch viele Kreative. Wo stehen wir denn heute? Was ist der Status quo hier bei uns? Wir sind sicherlich führend im Bereich der Kreativwirtschaft, das gilt nicht nur für Berlin, aber Berlin ist in Deutschland hier der Hotspot. Und das hat enorme wirtschaftliche Bedeutung. Rund ein Drittel der Digitalwirtschaft in Berlin wird aus der Kreativwirtschaft gespeist. Und dass da Hand und Fuß dran ist, das kann man auch am Exponat sehen, das hier vor der Tür steht, wo sich ja Technologie, nämlich IT, verbindet mit Design. Hm. IT wird tragbar. Hier sind Beispiele, wie IT eingewebt wird in Stoffe, um dann für notwendige Lösungen im Gesundheitsbereich zur Verfügung zu stehen. Das alles mit 3D-Druck oder aber auch Design, das dazu beiträgt, dass man Qualitätssicherung in der Produktion über Handschuhe möglich macht. Da sieht man, Design als Teil der Kreativwirtschaft, das hat mit Mode zu tun. Das ist auch eine Stärke Berlins, aber es hat auch ganz viel mit Gestaltung im industriellen Sektor zu tun. Frau Staatsministerin Grütters, kommen wir zu Ihnen. Wie sehen Sie denn das Zusammenspiel von digitaler Technik einerseits und künstlerischem Schaffen sowie Kunstkonsum andererseits? Ist denn das weltweite Netz durch seine Offenheit und auch seine Erreichbarkeit per se ein Garant für kulturelle Vielfalt?
Tatsächlich ist es gut, dass Kultur und Medien, das heißt kulturelle und mediale Inhalte, jetzt Teil auch des IT-Gipfels sind, weil digital natürlich mehr ist als Technik. Und das, was uns daran ja so fasziniert, sind die technischen Möglichkeiten, das heißt Zugang schaffen zu etwas. Und das sind die Inhalte. Der Zugang selber ist ja kein Selbstzweck. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir zeitgemäße Präsentationen dieser Inhalte, die uns bewegen, die unser Leben ausmachen, ermöglichen können, dass wir ein technikaffines, junges Publikum damit auch erreichen, dass wir also die Inhalte, die uns alle bewegen und die wichtig sind, auch an Zielgruppen weitergeben können, dank dieser technischen Möglichkeiten, die wir mit den herkömmlichen analogen Verhaltensweisen im Alltag vielleicht sonst nicht mehr erreichen würden. Das ist das eine. Das zweite ist aber, glaube ich, ganz wichtig, dass wir fragen, wie kann man in der digitalen Zeit auch kreative Leistung, also Urheberleistung, intellektuelle Leistung noch so schärfen, dass sie auch im digitalen Zeitalter Kreative von ihrer Leistung leben können. Also ein Bewusstsein zu schaffen für den Wert geistiger Leistung, kreativer Leistung und dessen, was Urheberschaft bedeutet, ohne die im Übrigen jede technische Verfügbarkeit, das hat Frau Itzer gerade gesagt, ja auch keinen Wert hätte. Nun haben Sie ja mit Ihrer Plattformarbeit bei Kultur und Medien, Sie sind ja die Vorsitzende, erste Arbeitsergebnisse in Form eines Thesenpapiers vorgestellt. Können Sie uns da einen Blick drauf werfen? Ja, also ich habe es gerade anklingen lassen, ganz wichtig. Und zentral ist natürlich ein Urheberrecht, was den Wert kreativer intellektueller Leistung auch berücksichtigt. Und Urheberrecht heißt ja immer, dass die ganze Verwertungskette in den Blick genommen werden muss. Das gibt vom Urheber, also vom Kreativen und Intellektuellen über die Verwerter bis hin zum Verbraucher. Da braucht es eine Balance, das ist anspruchsvoll. Gerade auch das Miteinander zum Beispiel von Kreativen, den Urhebern und den Verwertern, beide kämen ohne einander nicht aus. Das ist anspruchsvoll, aber ich setze mich natürlich für eine kulturverträgliche Handschrift eines modernen Urheberrechts ein. Dann geht es natürlich auch um die Rolle der Verwertungsgesellschaften, die in Deutschland mehr sind als nur Inkassounternehmen, die also einen Solidarauftrag, einen sozialen, kulturellen Auftrag haben. Das schaffen wir aber. Wir haben da jetzt gesetzgeberische Entwürfe, die das, glaube ich, ganz gut in den Blick nehmen. Und das müssen wir im Übrigen auch innerhalb Europas verteidigen, wo es gänzlich unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Phänomen gibt. Und dann sind es natürlich Stichworte wie Netzneutralität, also die Geschwindigkeit der Verfügbarkeit von Inhalten im Netz. Die Kanzlerin hat es angesprochen, sagt viel aus über den wirtschaftlichen Erfolg, aber auch den publizistischen Erfolg und auch die Bedeutung der Inhalte dort. Die Auffindbarkeit im Netz ist zur Währung geworden. Und das sind Punkte, die wir dabei sehr stark berücksichtigen müssen. Und ich glaube, zu einer mehr gesellschaftlich, demokratisch, ethischen Dimension kommt man spätestens dann, wenn man sich die Marktmacht einiger Suchmaschinen hier vergegenwärtigt. Mit mehr als 90% verteidigt man Datenmonopole, Deutungsmonopole, Meinungsmonopole. Und dann bekommt das eine ganz große gesellschaftspolitische Dimension. Dr. Weiß, Frau Grütters hatte ja gerade schon die juristische Dimension angesprochen. Welche neuen juristischen Herausforderungen werden denn durch die Digitalisierung auch an den Gesetzgeber gestellt? Was hat sich dadurch prinzipiell verändert? Können Sie uns da mal einen Überblick geben? Es ist an. Die neuen digitalen Herausforderungen richten sich auch an den Gesetzgeber, so wie man im Grunde sagen muss, seit 1965, seit das Urheberrechtsgesetz das erste Mal in Kraft getreten ist, ist der Gesetzgeber immer in der Situation, neuen technischen Entwicklungen, wenn man es jetzt etwas abwertend formulieren möchte, hinterherzulaufen oder ihnen gerecht zu werden, sich auf sie einzustellen und an neue technische Sachverhalte, die noch vor wenigen Jahren vielleicht gar nicht bekannt waren, dann eben auch die passenden Rechtsfolgen zu knüpfen. Was wir, Frau Staatsministerin Grütters hatte es gerade schon gesagt, was wir zurzeit konkret betreiben, ist einmal eine Anpassung der Regelungen über die kollektive Rechtewahrnehmung. Das geschieht auch in Umsetzung einer EU. Entschuldigen Sie, ich habe eine Bitte. Können Sie das Mikrofon noch etwas näher halten? Genau, dass man Sie noch besser hört. Dankeschön. Gut, Entschuldigung. Ja, gerne. Was kann man sich mehr wünschen, als verstanden zu werden? Richtig.
Was wir zurzeit betreiben, ist einmal der Bereich der kollektiven Rechtewahrnehmung. Das Bundeskabinett hat am 11. November, also gestern vor einer Woche, den Entwurf eines Verwertungsgesellschaftengesetzes beschlossen in Umsetzung einer EU-Richtlinie, wo der Bereich der Verwertungsgesellschaften auch europaweit harmonisiert werden soll und wo es auch darum geht, wenn man jetzt sozusagen den einzelnen Urheber mit in den Blick nimmt, dafür zu sorgen, dass gerade in dem Bereich, wo die auch materiellen Ansprüche der Urheber durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden, diese Ansprüche schneller und effektiver als bisher durchgesetzt werden können. Können Sie diese Maximen des Urheberrechts, die Sie gerade angesprochen haben, mal so kurz und knackig für uns zusammenfassen? Die Grundpfeiler, nicht die Details, die Grundpfeiler. Die Juristin lacht. Das ist schwierig. Aber ich bin mir sicher, dass Sie ein paar Grundpfeiler schon einmal formulieren können, die auch wir als Nichtjuristen verstehen und die quasi unumgänglich sind. Nach diesen kritischen Vorbemerkungen rechts und links traue ich mich kaum zu sagen, ja klar kann man das. Ja klar kann man das klar zusammenfassen. Auch im Urheberrecht geht es ganz klar um einen Ausgleich zwischen drei unterschiedlichen Interessengruppen, nämlich den Urhebern, den Verwertern und den Nutzern. Und diese Aufgabe stellt sich immer wieder neu, je nachdem auch, wie die technische Entwicklung ist. Sie hat sich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts anders gestellt als heute, wo die digitale Welt ja auch ganz andere Produktionsmöglichkeiten, auch für den einzelnen Urheber, aber auch für den Nutzer, der sozusagen das, was er im Internet vorfindet, unter dem Aspekt sozusagen jetzt Content-Verarbeitung in neue, künstlerisch geschützte Werke umwandeln kann. Die Aufgabe ist ganz klar, in diesem Dreieck Urheber, Verwerter, Nutzer, die alle aufeinander angewiesen sind. Was will der Urheber ohne den Verwerter und ohne den Nutzer? Was will der Verwerter ohne den Urheber und den Nutzer? Was will der Nutzer ohne Urheber und Verwerter? Dieses Dreieck muss immer wieder in einen Gleichklang gebracht werden. Und das ist, um es auf den Punkt zu bringen, so wie Sie es gesagt hatten, die stets gleichbleibende Aufgabe des Gesetzgebers. Herr Dötz holt gerade schon tief Luft. Zu Ihnen kommen wir gleich, aber jetzt geht es erstmal weiter mit Frau Zypries. Genau, Frau Staatssekretärin, welche Chancen sehen Sie denn in dem zunehmenden Zusammenwachsen von Kreativwirtschaft und IT-Branche? Viele Chancen für junge Kulturschaffende, für aber auch alle anderen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also vielleicht muss man das nochmal ganz kurz sagen, die Kultur- und Kreativwirtschaft sind ja nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern es ist ja ein Markt mit 11 verschiedenen Branchen. Da gehört der Buchmarkt zu, da gehören die Architekten zu, die Designwirtschaft, die Musikwirtschaft, der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft und so weiter. Presse, Games wurde schon genannt. Also es ist ein richtig großes Feld, was sich da auftut und wo natürlich überall durch die Digitalisierung neue Geschäftsfelder entstehen können, entstanden sind, auf die dann hier reagiert wird, wie wir gerade gehört haben, was beispielsweise die Schriftsteller anbelangt, also den Buchmarkt anbelangt oder die Filmwirtschaft anbelangt. Das hat ja alles was mit dem Thema zu tun, über das wir eben geredet haben, über die Möglichkeiten oder die Angleichung oder die Nutzung der Gamesbranche. Beispielsweise für die Entwicklung in dem Arbeitsmarkt kann man auch sich unterhalten. Also die Tatsache, dass Gamification, heißt das schon als Stichwort, dann genutzt wird, eben um Leuten auch Fortbildung näher zu bringen. All diese Sachen passieren und von daher ist das natürlich für die ganze Kultur- und Kreativwirtschaft eine große Chance. Nun haben wir ja gestern viel von den Startups gehört, besonders in unserem zweiten Panel. Welche Rolle haben denn die Startups jetzt in diesem Zusammenhang mit diesen neuen? Ja, ich meine, da gibt es natürlich überall Startups. Ja. So, fertig. Was soll man da sonst zu sagen auf die Frage? Naja, dass die Rolle zum Beispiel groß ist, dass sie als Treiber der Digitalisierung wichtig sind. Das ist, glaube ich, in dem Fall ein bisschen anders als das, was wir ansonsten heute diskutiert haben. Die sind einfach Teil, die Kultur- und Kreativbranche sind ja überwiegend oder zum ganz großen Teil, muss man mal sagen, abgesehen von den ganz großen, sind es ja kleine Unternehmen. Also die haben irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Leute und da ist das jetzt mit dem Treiber nicht so richtig, sondern die machen halt ihre Sachen.
Also verstehen Sie, dieser Umschwung, über den wir ansonsten heute geredet haben, den sehe ich bei der Kultur- und Kreativbranche nicht in dem Maße. So, Herr Dötz, jetzt kommen wir zu Ihnen. Sie sind der Koordinator der Deutschen Content Allianz und Ihnen war es ganz besonders wichtig, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft auch in den Gipfelprozess integriert wird. Erstmal, warum war das so ein wichtiger Punkt für Sie? Ja, für alle Kreativbranchen ist die Zukunft digital und da ist eine digitale Agenda und das war ja die Mutter dieser oder ist die Mutter dieser etwas veränderten Veranstaltung, natürlich die Blaupause. Aber ich möchte mal eins zunächst anmerken, dass das nicht untergeht. Herr Dirks hat vorhin in seiner Rede nicht ausgeschlossen, dass man aus dem IT-Gipfel vielleicht doch einen Digitalgipfel machen sollte. Ich halte die Anregung für sehr förderlich, weil, ich sag mal, die gesamte Diskussion während dieser anderthalb Tage, da konnte man sich des Eindrucks nicht erwecken. Wir reden hier über IT und dann gibt's so die Beiboote. Und eins dieser Beiboote ist eben auch die Frage nach den Inhalten, die durch IT eben nach draußen kommen. Aber bei der Frage, was ist drin in der IT, in Anführungszeichen, dann sind wir bei der Kreativwirtschaft. Und das ist die Frage, die Frau Zypris, Sie haben sie immer noch so in den Köpfen drin. Und wenn Sie wissen, dass wir zum Beispiel gestern freundlich bei unserer ersten Veranstaltung hier, als die Trüffelschweine anerkannt wurden oder begrüßt wurden, denkt man zunächst, na ja, oh gut, Sie haben wenigstens kapiert, wo die guten Inhalte zu finden sind. Nur haben Sie schon mal ein Trüffelschwein gesehen, das selbst was von dem Trüffel fressen konnte. Und dann sind wir ungefähr bei der Diskussion, wo wir mehr zum Ausgleich kommen. Herr Dötz, das ist ja alles völlig richtig. Sie müssen dann nur konzedieren, dass wir jetzt überhaupt an einen Stand kommen, wo wir überhaupt darüber reden. Also die Tatsache, dass wir darüber nachdenken, beim nächsten IT-Gipfel Bildung zu machen, ist ja ein, wenn Sie so wollen, Schritt genau in diese Richtung, die Sie gerade beschreiben. Frau Zypris, Sie waren vorhin dabei, als ich bei der Kanzlerin sagte, wir verdanken es der Bundesregierung, wir verdanken es der digitalen Agenda, dass wir hier am Tisch sitzen. Und von daher ist es gewollt gewesen und darum sind wir auch dankbar dafür, dass es jetzt so weit ist. Nur wir werden uns, und da muss man eben damit rechnen, wenn wir jetzt eingeladen sind, nicht zufrieden damit geben, dass der Stellenwert der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht vielleicht noch deutlicher herausgearbeitet wird, als es bisher der Fall war. Und dann sieht man eben genau, da nehmen Sie ein konkretes Beispiel dafür. Es gibt das Thema Netzneutralität, das uns alle beschäftigt. Es hat niemand draußen in der Politik aufgefordert, zum Beispiel die Kreativwirtschaft, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Wir haben es gefordert, weil das Thema Plattformregulierung, Plattformmanagement, Frau Zypris, ist für uns ein ganz entscheidendes Thema. Der unten sitzt, Herr Drücke, der war natürlich dabei. Ist doch gar nicht wahr, was Sie da erzählen. Natürlich ist es wahr. Okay, sollen wir jetzt Streit kriegen? Auch möglich. Aber ich glaube, wir haben eine gemeinsame Basis insoweit, dass wir eine engere Verzahnung wollen. Ja, bitte, dann sagen Sie es laut. Ich habe ja gesagt, es stimmt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht waren Sie nicht eingeladen, das kann sein. Aber die Musikindustrie beispielsweise war natürlich beim Thema Netzneutralität bei uns am Tisch und hat mit uns geredet, das ist doch ganz klar. War das ein interner Tisch? Herr Dötz, wir haben jetzt ein Stichwort gehört. Ich will das jetzt mal so ein bisschen entzerren, weil durchaus gegebenenfalls nicht jeder so sehr im Thema ist über das, worüber Sie jetzt gerade sprechen und worauf Sie hinweisen. Netzneutralität war ein Punkt. Welche weiteren Punkte sind es denn, die nun unbedingt im Rahmen der digitalen Agenda umgesetzt werden müssen? Was fordern Sie? Gut, wir haben einmal die Netzthemen. Da gehört das Thema Plattform oder Programmvielfalt, Angebotsvielfalt ganz oben hin. Und bei dem Thema Angebotsvielfalt sind wir dann bei einem Thema, zum Beispiel der Netzneutralität. Bei dem Thema Vielfaltsicherung gehören natürlich auch dazu das ganze Rechtsregime in Anführungszeichen. Sagen wir mal nicht nur Urheberrecht, sagen wir einfach mal Produktpiraterie. Wir sind ja bei der Wirtschaft. Das ist für uns ein zentrales Thema, dass eben andere mit diesen Inhalten Geld verdienen, das dann wiederum fehlt, um in neue Inhalte zu investieren. Ein sehr schwieriges Thema, aber das ist eines der zentralen Themen.
Es geht dann um die Frage der Auffindbarkeit in den Netzen. Auch wiederum ein ganz zentrales Thema, gerade für kleinere Angebote. Das heißt, Sie können es eigentlich zusammenfassen unter diesem Vielfaltsgesichtspunkt, unter diesem Innovationsgesichtspunkt und Landesandere darunter fassen, weil gerne die Themen wie Urheberrecht und so weiter dann so etwas verstanden werden, jetzt kommen wieder die Regulierer, die irgendwie den Nutzer nur Probleme machen wollen. Nein, das sind die Themen, die dem Nutzer letztendlich sichert, dass er eben Vielfalt erleben kann. Und auch diese Netzdiskussion hat natürlich eine Nutzerorientierung, weil er schnell zu allen Inhalten kommen muss, was wiederum Voraussetzungen für die Netzpolitik hat, die da aber dann wieder diskutiert werden müssen, offen und wie auch immer konstruktiv mit Ihnen. Aber das sind die Themen, die hinter diesen Begriffen stehen. Herr Weiß, ich hatte Sie anfangs ja gerade nach den unumstößlichen Säulen gefragt. Haben Sie das Gefühl, dass das nun Aspekte sind, die von Ihnen, von der juristischen Seite bisher zu wenig beachtet wurden? Haben Sie das nicht auf dem Schirm? Dieses Gefühl habe ich natürlich nicht. Das reicht mir jetzt nicht. Das reicht Ihnen nicht, aber es ist wichtig, weil Sie ja gesagt haben, man soll alles holzschnittartig auf den Punkt bringen, das als erstes zu sagen. Nein, dieses Gefühl habe ich nicht. Aber es ist mir schon klar und insofern ist die ganze Urheberrechtsszene oder Community vielleicht auch ein bisschen engagierter als andere Bereiche, dass die unterschiedlichen Interessengruppen, mit denen wir zu tun haben und die sich immer wieder auch in das Dreieck Urheber, Verwerter und Nutzer einordnen lassen, dass die ihre Positionen mit sehr viel Engagement und auch sehr viel, wie soll ich sagen, Kompromisslosigkeit vertreten und dass wir deshalb in diesem Bereich manchmal auch pointiertere Diskussionen haben, als wir sie in anderen Bereichen haben, die jetzt mit dem Urheberrecht gar nichts zu tun haben. Das macht das Leben bunt, genau. Herr Schulzinski, kommen wir zu Ihnen. Sorry nochmal, dass ich Sie nicht aufgerufen habe. Frau Tsipras war ja gerade eben schon so freundlich und hat die Angebote der Kreativwirtschaft aufgelistet. Was halten Sie denn von den Angeboten? Nutzen Sie die denn auch selber? Selber natürlich auch. Aber insofern bin ich auch ein bisschen überrascht über die Diskussion, weil eigentlich ist doch in keiner Branche der Wandel, der durch IT und die neuen Medien angeschoben wurde, dermaßen rasant passiert wie eben in der Medienwirklichkeit. Also schon seit vielen Jahren nutzen ja Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeiten, die es gibt, um Inhalte zu teilen. Natürlich sind das die urheberrechtlichen Probleme, die dadurch aufkippen, aber es wird eben einfach genutzt. Ich denke, gerade für die Menschen unter 30 wird ihr nahezu weit überwiegendes kulturelles Leben über die digitalen Inhalte geprägt. Das heißt, sie teilen Musik, sie laden Filme herunter. Darüber wird man dann diskutieren müssen über den Rahmen. Aber nichtsdestotrotz hat es mittlerweile ja auch durch die Streaming-Dienste, da hat die Kulturwirtschaft Antworten gefunden. Ob es immer die richtigen sind, darüber kann man noch mal diskutieren. Aber insgesamt ist es natürlich ein Wahnsinnsentwicklung, die da passiert ist, von einer freien Verfügbarkeit praktisch jedes Musiktitels, jedes Filmes zu jeder Zeit. Allerdings auch nicht immer nur positiv. Also gucken wir uns zum Beispiel E-Books an. Ein E-Book kaufe ich zum nahezu gleichen Preis, ich kann es aber nicht weitergeben. So, das sind so Punkte, wo die Digitalisierung vielleicht nicht unbedingt nur von Vorteil und ist. Und wir kämpfen darum, dass zum Beispiel auch E-Books mit dem günstigeren Mehrwertsteuersatz belegt werden und müssen in der analogen Welt zum Beispiel die Buchpreisbindung verteidigen. Also das zum Thema Vielfalt und gerechter Ausgleich. Und Sie sagten gerade, wir laden uns Filme herunter, da kommt mir natürlich spontan hoffentlich gegen Geld. Also diese Kultur-Flatrate-Mentalität ist auf der anderen Seite bei allem gesellschaftlichen Verständnis natürlich auch für die Urheber eine gefährliche Debatte. Und deshalb tun wir ja nichts anderes, als das Leben macht das dann bunter, die Interessen der drei an dieser Wertschöpfungskette beteiligten Urheber, Verwerter, Verbraucher miteinander in Einklang zu bringen. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, das ist natürlich nicht banal, aber es muss auch verteidigt werden. Das Bewusstsein schärfen für den Wert der geistigen Inhalte, die am Anfang der Kette stehen. Und es gibt ja viele zum Beispiel Zeitungsverlage, die noch keinen
Modell der digitalen, kein digitales Geschäftsmodell entwickelt haben, was sie überleben lässt. Das müssen wir eben auch konstatieren. Sie haben recht, in dieser Welt ist die Entwicklung am rasantesten, aber sie ist noch nicht befriedigend. Das ist ein bisschen das Dilemma, was wir hier beschreiben. Gut, das ist natürlich jetzt auch eine Frage der Unternehmen, das heißt also der Inhalteanbieter, da die richtigen Strukturen zu finden und auch Modelle zu finden, wie man denn daraus eine Wertschöpfung entwickeln kann. Trotzdem nochmal die Nachfrage an Sie, Frau Grütters, haben Sie denn nicht das Gefühl, dass sich in dieser Mentalität, die Sie gerade ansprachen, in Bezug auf den Verbraucher oder die Verbraucherin, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat? Ja, hat es auf jeden Fall, da haben Sie recht, von einer Kulturflatrate als Gesellschaftsmodell redet inzwischen kaum noch jemand. Ich will nicht sagen niemand mehr, da gibt es auch ideologische Verfestigungen, aber ich glaube, anzuerkennen, dass ein Kreativer von seiner Leistung leben können muss und auch im digitalen Zeitalter und wir einfach Geschäftsmodelle entwickeln müssen, das hat sich inzwischen natürlich durchgesetzt. Und ich sag mal, das sind ja Errungenschaften eines Rechtsstaates oder einer Demokratie in der analogen Welt, die so ein bisschen manchmal geschleift werden und die wir versuchen, auf diese Welt, digitale Welt zu übertragen. Aber ich bin da ja auch zuversichtlich. Und ich muss auch mal sagen, das Justizministerium, was ja zugleich Verbraucherschutz ist, hat sich sehr auf die Seite auch der Urheber gestellt. Also da haben wir gar keine Kritik. Und die Verwerter müssen wir dann eben beim zum Beispiel Urhebervertragsrecht auch noch glücklich machen. Das ist eben tatsächlich, aber was uns wichtig ist, Sie hatten das unter das Stichwort Vielfalt gestellt und das ist ein Demokratieprinzip. Und da müssen wir eben aufpassen, weil im Netz das Recht der Stärkeren gilt und das gilt. Und das ist da, sind da in der Regel die Konzerne, während in einer Demokratie die starken Akteure die Gewählten sind. Oder man muss auch sagen, in einem Rechtsstaat schützt der Staat das Recht der Schwächeren. Und diese Ausbalancierung gibt es so im Netz eben noch nicht. Und das ist der Gestaltungsauftrag, den wir alle hier gemeinsam haben. Herr Schulzinski, kommen wir noch mal zu Ihnen. Wir hatten ja jetzt gerade schon mal ganz kurz über den Preis gesprochen. Schwierige Frage, welchen Preis sollten denn die Verbraucher in Betracht ziehen, wenn es um kreative Inhalte im Internet zum Beispiel geht? Naja, natürlich muss der Preis gezahlt werden, den die Ware beziehungsweise in diesem Fall ja eine Dienstleistung oder ein Kulturangebot wert ist. Und die wird über Angebot und Nachfrage geschaffen. Ich glaube, den Verbrauchern, die oft so ein bisschen in General Verdacht genommen werden, die wollen möglichst alles umsonst haben. Der Erfolg der Streaming-Dienste, bei denen man ja ein monatliches Abo im Prinzip bezahlt, der zeigt ja schon, dass es den Verbrauchern und Verbrauchern durchaus im Sinn ist, dass Künstler für ihre Leistungen auch bezahlt und refinanziert werden müssen. Wenn es allerdings auf der anderen Seite eine Abmahnindustrie gibt von Rechtsanwälten, ich meine, ich bin selber Rechtsanwalt und schäme mich für diese Kollegen, denen es nicht um die Kulturindustrie geht, sondern ausschließlich darum, Kasse zu machen und Rechtsunsicherheiten, und obwohl es eine Rechtsverbesserung gegeben hat, die Gebühren wurden da etwas herabgesenkt, und trotzdem gibt es rechtliche Unsicherheiten, bei denen nicht geklärt ist, ist es jetzt ein illegaler Download oder nicht. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, Peer-to-Peer-Netzwerke etc. So, und da ist Politik gefragt, für den Verbraucher eindeutige Lösungen zu finden, damit er weiß, verhalte ich mich legal oder illegal? Ja, Herr Frenz, es sieht ja so aus, dass im Rahmen der Digitalisierung viele neue Inhalteanbieter dazugekommen sind. Also früher gab es ja den klassischen Rezipienten, der hat entweder vor dem Fernseher gesessen oder am Radio oder die Zeitung gelesen. Heute kann natürlich der Rezipient auch selber zum Sender werden und kreative Inhalte bereitstellen, sei das nun in seinem eigenen YouTube-Kanal oder wie auch immer. Auch die Kultureinrichtungen beteiligen sich jetzt daran, das heißt, sie selber stellen Inhalte bereit. Welche Rolle kommt denn den Kultureinrichtungen heute zuteil? Die Kultureinrichtungen betrachten die Digitalisierung als große Chance. Sie können ihre Arbeit und ihre Kulturschätze und auch ihre Sammlungen in optimaler Weise auch über das Internet präsentieren. Auch die Politik hat erkannt, dass diese von den Kultureinrichtungen digitalisierten Bestände für die Kreativwirtschaft von großem Interesse sind. Und hat dazu geführt, dass innerhalb der EU die PSI-Richtlinie novelliert wurde und dass jetzt hier in Deutschland gerade im Juli 2015 das neue
Informationsweiterverwendungsgesetz in Kraft getreten ist, dass zum ersten Mal Archive, Bibliotheken und Museen einbezieht und sie auffordert, ihre digitalisierten Inhalte der Kreativwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Wir als Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben uns zum Ziel gesetzt, diese Inhalte der Kultureinrichtungen, und zwar das, was gerade für die Kreativwirtschaft von Interesse ist, auf einer Plattform zu bündeln und eine Verkaufsplattform anzubieten, auf der die Inhalte der Kultureinrichtungen für die Kreativwirtschaft in sehr einfacher Weise zugänglich sind. Wir haben einen Online-Shop geschaffen, in dem die Kreativen wunderbar einfach recherchieren können, in dem digitale Angebote auch zusätzlich intelligent aufbereitet worden sind, in dem Rechtssicherheit ist, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, höchste Qualität und auch ein Serviceteam, was da noch unterstützend dazu beiträgt, dass das erfolgreich wird. Wir sehen darin eine große Chance, dass wir in Zukunft noch mehr Kultureinrichtungen vertreten. Also aktuell sind das 165 Archive, Bibliotheken und Museen, sehr renommierte Einrichtungen dabei. Also die großen Museumsverbünde aus Deutschland, die großen wissenschaftlichen Staatsbibliotheken aus Deutschland, einige große Archive, aber auch international haben wir uns vernetzt und haben das Metropolitan Museum dabei, das Guggenheim Museum, die Uffizien, die Vatikanischen Museen, den Louvre, Centre Pompidou und viele, viele weitere. Und wir sagen, wir wollen mit diesem Portal einen einfachen Weg für die Medien und die Kreativwirtschaft schaffen, um Zugang zu diesen hervorragenden Inhalten zu haben. Und für die Zukunft nehmen wir uns vor, dass wir das für die deutschen Kultureinrichtungen weiter ausbauen, und wir wünschen uns dazu die Unterstützung von Bund und Ländern. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist dafür deshalb besonders gut geeignet, weil wir in unserem Stiftungsrat sowohl den Bund als auch alle 16 Bundesländer haben, als auch alle drei Sparten, Archive, Bibliotheken und Museen, durch hochkarätige eigene Einrichtungen repräsentieren, sodass alle Einrichtungen sich auch in diesem Portal wiederfinden. Ist das denn für die Kultureinrichtungen ein lohnendes Geschäft? Mal so ganz salopp gefragt. Also das ist für die Kultureinrichtungen in vielfältiger Weise positiv. Also sie professionalisieren ihre Dienstleistung für die Wirtschaft und die Medien. Wir als Portal generieren für die Kultureinrichtungen attraktive Erlöse und sie entbinden sich selber von dieser Vermarktungsaufgabe dadurch, dass sie es diesem zentralen Portal übertragen. Und es sind nicht nur die Kultureinrichtungen, die davon profitieren, sondern auch die Wirtschaft, weil zum ersten Mal werden diese Inhalte in großer Zahl gebündelt. 165 Einrichtungen haben wir, über 500.000 hochwertig ausgewählte Digitalisate. Wir vertreten über 1400 Fotografen und 8500 Künstler, also auch die Kreativen der Vergangenheit und der Gegenwart sind bei uns präsent, und wir haben über 20.000 Kunden. Und gibt es ja auch noch die Deutsche Digitale Bibliothek. Ist das quasi eine Konkurrenzveranstaltung oder wie funktioniert das? Die Deutsche Digitale Bibliothek ist das zentrale öffentlich-rechtliche Angebot für den Bürger, also ein Angebot für Bildung, Wissenschaft und Information. Unser Bildportal der Kultureinrichtungen ist das zentrale öffentlich-rechtliche Angebot für die Wirtschaft und die Medien. Und diese beiden Portale ergänzen sich auf hervorragende Weise, und es gibt eine ganze Reihe sicher attraktive Synergieeffekte. Frau Itzer, kommen wir noch mal zu Ihnen. Muss denn der Begriff Kreativwirtschaft im Zuge dieses digitalen Wandels noch mal komplett neu definiert werden? Nein. Letztendlich,
die kreativ als Nukleus neuer Produkte, neuer Darstellungsweisen, neuer Formen auch Zielgruppen zu erschließen. Und das war ja gerade ein gutes Beispiel. Es geht ja nicht nur darum, die Exponate der Wirtschaft zur Verwertung zur Verfügung zu stellen, sondern ich bin überzeugt, ich kenne das Angebot, dass darüber auch neue Zielgruppen erschlossen werden, die sich in dieser Form gar nicht den Kulturschätzen zugewandt hätten. Und genauso wird sich Kultur, und das sieht man ja gerade bei den von Ihnen genannten New Yorker Museen, auch anders präsentieren müssen, um für künftige Generationen durch Digitalangebot auch attraktiv zu bleiben. Was für mich wichtig ist, wenn man über Kreativwirtschaft spricht, und es klang hier vorhin so etwas an, das ist nicht klein-klein. Das ist nicht der Einzelkreative, der darauf hofft, entdeckt zu werden. Die gibt's auch. Das ist derjenige, der seinen Blog aufmacht und vielleicht binnen kürzester Zeit Millionen Follower hat, die er nie außer auf digitalem Wege erschlossen hätte. Das ist vielleicht auch der Einzelautor, der Angebot wie Amazon sie für Autoren jetzt bieten, um Vermarktungsmöglichkeiten auch zu eröffnen, die so für den Einzelautor nicht bestanden haben. Das sind aber vor allen Dingen auch große, schnell wachsende Unternehmen, Musikplattformen, Spiele wurden angesprochen. Ich komme noch mal auf diese Stadt zurück. Wooga, Soundcloud, Start-up-Unternehmen vor wenigen Jahren zählen heute zu den größten Arbeitgebern dieser Stadt mit mehreren hundert Mitarbeitern. Das ist auch Teil der Kreativwirtschaft, und der traditionelle Verlagsstandort Berlin erlebt einen Wandel, weil einer der großen Verlage, nämlich Springer, auch gezielt auf diese Digitalisierung setzt mit neuen Angeboten, mit einer starken Vernetzung mit der Start-up-Szene. Springer Plug and Play ist ein, im Grunde Blueprint für viele andere Acceleratoren, Inkubatoren in dieser Stadt, und es findet genau der gleiche Prozess statt, wie man ihn beispielsweise in der Industrie bei Produktion 4.0 hat. Die Tatsache, dass dieser Nukleus da ist, zieht Verlage aus ganz Deutschland an, die auf einmal ihre Digital-Units hier eröffnen, obwohl der traditionelle Verlagsstandort ganz woanders gelagert ist. Und deshalb ist es wichtig, so wie man traditionell und notwendigerweise im Technologiebereich immer gesagt hat, strenge Regelungen für Intellectual Property. So werden wir gerade in einer Zeit, in der digitale Inhalte, in der Content zählen, sehr viel mehr tun müssen für den Schutz geistigen Eigentums. Und das ist ja gerade auch aufgezeigt worden, welche Ansätze hier von der Bundesregierung, aber auch von der europäischen Ebene auf den Weg gebracht wurden. Auch Intellectual Property international ist nicht immer im Gleichklang mit den Einführungen von Produkten optimal gelaufen. Es ist in der digitalen Zeit sicherlich auch schwieriger geworden, weil die digitalen Angebote der Kreativwirtschaft sehr kurzfristig in den Markt kommen, häufig kurze Produktzyklen haben. Da müssen wir offen sagen, als Politik und Verwaltung, da sind unsere Entscheidungsmechanismen für neue gesetzliche Rahmenbedingungen national oder europaweit sicherlich nicht unbedingt auf das schnelle digitale Zeitalter eingestellt. Aber dass hier Handlungsbedarf besteht, wird in keiner politischen Runde, der ich angehöre oder die ich wahrnehme, bestritten. Herr Dötz, kommen wir doch noch einmal zurück zu Ihrem kleinen Zwist, den Sie gerade auch hatten mit der Politik, mit der Frau Staatssekretärin. Was sind denn nun eigentlich die nächsten Schritte Ihrer Plattform Kultur und Medien? Sie hatten ja gerade ein paar Punkte gesagt, die Ihnen sehr wichtig sind. Was sind denn jetzt konkret in den nächsten Wochen und Monaten die Schritte, die auf jeden Fall aus Ihrer Seite passieren müssen? Also Frau Zypris, wenn es hier ein Informationsdefizit gegeben haben könnte, würde ich um Entschuldigung bitten, aber können wir uns verständigen, das Thema an sich ist bedeutend.
Was sind die nächsten Schritte, was ist notwendig? Ich glaube jetzt, was diesen IT-Gipfel betrifft, erstens für uns wichtig, dass es sich um einen Prozess handelt. Das heißt, dass es nicht auf diesen Tag konzentriert ist, sondern dass es die Möglichkeit gibt eines ständigen Austausches mit der Bundesregierung über den Fortgang der digitalen Agenda. Das ist das eine. Das zweite, was für uns, glaube ich, wichtig ist und was ich versucht habe anzudeuten, ist der Versuch, damit auch mit den anderen Plattformen dieses IT-Gipfels in einen Meinungsaustausch eintreten zu können. Ich glaube, dass es den Versuch lohnen sollte, auch wenn bei den einzelnen Punkten man sich das schwer vorstellen könnte. Aber ich glaube, unser Ziel muss es sein, hier eben verstärkt nach Lösungen zu suchen, die es dann auch der Politik einfacher machen können. Das sind die zwei wichtigen Themen, die jetzt anstehen im Fortgang dieses IT-Gipfels und wo wir dann auch froh sein, dass dieses in die Richtung laufen kann. Was glauben Sie denn, wenn wir jetzt einfach mal so einen Blick in die Zukunft wagen, auf das kommende Jahr? Wir sehen uns ja in einem Jahr wieder, gegebenenfalls. Und wie sieht es denn, was denken Sie, worüber werden wir dann sprechen? Was werden dann die Themen sein aus Sicht der Inhalteanbieter? Glauben Sie, dass wir immer noch über das Gleiche streiten oder haben Sie das Gefühl, da ist ein Zusammenkommen? Ja, über das Gleiche zu reden heißt ja nicht, dass es einen Fortschritt gegeben hat. Ich glaube, wir werden gerade zu den Themen ab Dezember und folgend im Frühjahr bis zum Sommer des nächsten Jahres auch eine Menge Beiträge aus Europa zu den einzelnen Themen auf dem Tisch haben, das dann wiederum auch diskutiert werden muss, wahrscheinlich auch schon im Vorfeld diskutiert wird, mit den entsprechenden Partnern in Deutschland. Das heißt, wir werden, wenn ich den Fahrplan in Europa richtig sehe und weiß, wie die Legislaturperiode hier sich entwickelt, ich glaube, mit einer Menge entscheidungsreifer Vorschläge, wenn die schon Entscheidungen getroffen wurden, zu diskutieren haben. Das heißt, unter dem Strich klare Antwort. Die Themen werden nicht so abgearbeitet sein, dass man sagen, erledigt, abgearbeitet. Aber wir wären in dem Meinungs- und Willensbildungsprozess meines Erachtens erheblich weitergekommen sein. Können Sie? Ja. Dann würde ich gerne noch eine Frage richten an Herrn Schulzinski. Wie sehen Sie das denn aus Verbrauchersicht? Was glauben Sie denn? Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die unbedingt passieren müssen? Sie hatten ja gerade so ein paar Punkte angesprochen. Sie hatten zum Beispiel darüber gesprochen, naja, ist das nun legal, ist das illegal? Was muss denn aus Ihrer Perspektive dringendst geklärt werden? Also das sind die Punkte, die ich schon angesprochen habe. Der Weiterverkauf digitaler Güter muss geklärt werden. Also was E-Books zum Beispiel angeht. Wir müssen die Grenzen des Urheberrechts klar ziehen, damit der Verbraucher weiß, wann er etwas legal und wann er etwas illegal macht. Wir werden aber, glaube ich, Sie sprachen es ja an, wenn wir im nächsten Jahr wieder über das Thema sprechen, vor allen Dingen in der nächsten Zukunft über das Thema Netzneutralität und ihre Ausgestaltung sprechen müssen. Denn trotz des Kompromisses, einen Tag später hatten wir die Ankündigung eines großen Telekommunikationsanbieters auf dem Tisch, dass er unter Managed Services, also unter privilegierten Diensten, etwas anders versteht, als wir zum Beispiel darunter verstehen. Und das wird man ausfechten müssen und da wird sich auch die Politik positionieren müssen. Herr Frenz, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie aus der Perspektive eines der größten Kulturanbieters auch einen Wunsch an die Politik? Ja, für die Kultureinrichtung ist es sehr wichtig, dass sie auch ihre Kulturschätze des 20. Jahrhunderts zeigen dürfen. Und da haben die großen Archive, Bibliotheken und Museen gerade vor 14 Tagen eine sogenannte Hamburger Note verabschiedet, die Politik bittet, ihnen rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie wirklich auch Werke des 20. Jahrhunderts zeigen dürfen, sonst findet das 20. Jahrhundert auf den Websites der Kultureinrichtungen nicht statt. Natürlich muss das so sein, dass auch da ein Ausgleich mit den Urhebern stattfindet, sodass die nicht leer ausgehen dabei. Also da muss ein Interessenausgleich stattfinden. Aber es muss eine faire Lösung gefunden werden, dass Kultureinrichtungen in privilegierter Form ihre Schätze zeigen dürfen. Ja, und Frau Grütters, die letzte Frage soll heute an Sie gehen, quasi die letzte Frage des gesamten Gipfels. Was möchten Sie denn bis zum Ende der Legislaturperiode in Bezug auf Kultur- und Kreativwirtschaft noch auf den Weg bringen? Was liegt Ihnen am Herzen?
das, was wir mit der Einbeziehung von Kultur und Medien in diesen Gipfel begonnen haben, nämlich darüber zu sprechen, wie weit die Inhalte und natürlich die technischen Verbreitungswege, der Rausch des technisch Machbaren, aber auch die Behutsamkeit im Umgang mit den Daten beispielsweise zusammengehören und das Bewusstsein zu schärfen dafür, dass das nicht Milieufragen sind, sondern dass das die ganze Gesellschaft betrifft. Und natürlich Teilhabe ist gesellschaftliche Teilhabe, bringt den mündigen Bürger heraus, der auf der einen Seite, deshalb ist es einerseits Aufgabe der Politik, diesen Zugang zu ermöglichen, diese Möglichkeiten auch zu nutzen und jedem zur Verfügung zu stellen, nicht nur den Kultureinrichtungen, sondern den Bürgern insgesamt, sie aber gleichzeitig im behutsamen und verantwortungsvollen, sehr reflektierten Umgang damit auch zu schulen. Und dazu gehört, das haben wir heute hier besprochen, den Wert geistigen Eigentums. Was ist ein Rechtsstaatsprinzip, ist ein Demokratieprinzip, ist die Grundvoraussetzung für Vielfalt mitzubringen, aber umgekehrt auch dem Verbraucher zu sagen, es gibt viele Dinge, die wir uns in der analogen Welt erarbeitet haben, wie zum Beispiel Datenschutz, Privatsphäre, Diskretion, was wir relativ schnell und relativ locker in der digitalen Welt auch mal schleifen lassen, dafür eine große Sensibilität zu entwickeln, weil das kann Politik nicht alleine schaffen. Und ich glaube, dieser IT-Gipfel ist dafür eine herausragende Plattform. Ja, das bedeutet also auch im Bereich der kreativen Inhalte in Verknüpfung mit der digitalen Transformation ist jede Menge Bewegung. Und das war ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Gespräch. Wir bedanken uns dafür, dass Sie gut miteinander gestritten haben. Es war wirklich spannend. Ja, und meine Damen und Herren, das war jetzt an dieser Stelle auch der IT-Gipfel 2015. Das war unsere letzte Gesprächsrunde. Wir hoffen an dieser Stelle, dass es Ihnen Freude bereitet hat. Wir hoffen, dass Sie mit vielen wertvollen Impulsen nach Hause gehen. Mit Sicherheit gibt es noch viel zu diskutieren und dafür sollen Sie jetzt im Anschluss auch bei unserem Get-Together noch die Möglichkeit haben. Wir dürfen uns für die sehr gute Moderation auch bedanken. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, und da bleibt uns jetzt an dieser Stelle auch nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank. Kommen Sie im Anschluss gut und sicher nach Hause und dann bis zum nächsten Jahr 2016. Dankeschön. Tschüss.